Und jetzt
so von links nach rechts. Wir haben die nächste Gruppe, die da geht. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Die Nummer 6, wenn die in dieser Gruppe sein sollte, was wir aus dem großen Kreis des Joshua Hofholz vom Team Lotterkern abgegeben. Wo alle so gemütlich beieinander stehen. Nico Denz. Ja, auf jeden Fall. Podium ist auf jeden Fall ein Erfolg. Deutlich mehr Erfolg als bei der Tour für uns. Also, ich bin super zufrieden. Viele Fahrer, die immer wieder attackiert haben, von dem her. Ich versuche mich weit vorne zu halten, um den Überblick nicht zu verlieren und dann ja auch in Energie zu sparen in den Kurven. Und, ja, war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Der Georg hat mich, oder hat uns ein bisschen überrascht hier, zwei Runden vor Schluss. Und, ja, hat das immer rennen durchgezogen. Er ist ein Kämpfer, das hat er schon ein paar Mal bewiesen und ja, im Sprint habe ich nicht mehr bekommen. Aber ein Kämpfer bist du auch, das hast du heute auch bewiesen, das hast du auch drei Wochen bei der Tour de France bewiesen. Und in, wie viel haben wir, 10 Tagen wartet auf dich das olympische Straßenrennen zusammen mit Maximilian Schachmann. Ihr seid die einzigen Starter in diesem Rennen über 273 Kilometer. Wie macht man das? Wie schaffst du das jetzt am Freitag nochmal dein Heimrennen in Hürth und dann legst du eine Woche die Beine hoch oder wird dann nochmal erst recht trainiert? Ja, eigentlich bin ich relativ froh, da ich jetzt zwei Rennen dazwischen habe. Ich glaube, wenn man komplett die Beine hochlegt, dann fährt der Körper so ein bisschen in Ruhemodus runter und ja, ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen, meinen Körper in Schwung zu halten. Ja, da ich meinen Körper gar nicht runterfahre jetzt bis nächsten Samstag und dann nächsten Samstag für Deutschland alles gebe in Paris und hoffe natürlich, dass ich, ja. Georg Zimmermann. Teamdienste geleistet für den Mann, der dann das grüne Trikot getragen hat. Heute selber hauchte im Sport gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Die ganzen letzten Wochen standen ganz im Zeichen des Sprints für uns als Team und wir haben 3 Etappensiege und das grüne Trikot mit Binyam Girmay gewinnen können. Und jetzt heute konnte ich Nils im Sprint knapp schlagen und von daher, ja, passt es immer. Auf den ersten Runden muss ich wirklich sagen, dass ich richtig gelitten habe nach der langen Tour de France. Hat es
haben sich die Beine nicht so gedreht, wie ich erhofft hatte. Und dann von Runde zu Runde wurde ich besser und fitter und mein Körper ist langsam wieder aufgewacht nach 2 Tagen Ruhe. Und ja, hinten raus ist dann alles perfekt aufgegangen. Hinten raus ist alles perfekt aufgegangen, sehr zum Leidwesen der beiden Jungs neben dir, aber es gibt ja wahrscheinlich nächstes Jahr die Möglichkeit, das wieder umzudrehen. Okay, ich sage nochmal ihr Riesenapplaus für die 3 Erstplatzierten der 21. Tour de France. So, liebe Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Applaus geht alles besser. Also noch ein Tour de Neuss und natürlich wollen wir Luke nicht vergessen. Hier unten, das ist von Adidas. So, kommen Sie gut nach Hause, meine Damen und Herren. Und wenn Sie Lust haben, essen Sie noch eine Wurst und trinken Sie noch 20 Bier mit uns. Wir hätten Lust. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wiedersehen.